meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Nagelvideo von mir. Ich zeige euch heute, wie ihr nur mit UV-Lack euch nicht nur eure Nägel hübsch lackieren könnt, die dann ganz lange halten. Nein, ich zeige euch auch, wie ihr gewisse Nägel verlängern könnt, die zum Beispiel abgebrochen sind. Richtig, richtig toll. Falls ihr das sehen wollt, müsst ihr unbedingt dranbleiben. Abgesehen davon habe ich was richtig Tolles für euch. Denn die Produkte, die ich heute in dem Video nutze, sind von Claresa. Ich darf, ganz gut aufpassen, zwei Claresa Starter-Sets mit Lampe heute an euch verlosen unter diesem Video und drei verlose ich nochmal zusätzlich auf Instagram, also könnt ihr dort auch gerne vorbeischauen. Ich packe euch alles unten in die Infobox. Also Teilnahmebedingungen, alles was ihr dafür tun müsst, damit ihr auch so ein Claresa Starter-Set mit Lampe gewinnen könnt. Wer sagt, ach ich mag gar nicht beim Gewinnspiel mitmachen, ich möchte mir so ein tolles Starter-Set gleich kaufen, dann habe ich für euch sogar einen Rabattcode. Ihr könnt nämlich mit Diamanta 10 10% zusätzlich sparen zu den Rabatten, die es aktuell schon im Shop gibt. Also schaut da unbedingt vorbei, weil diese Starter-Sets sind aktuell sogar vergünstigt. Und mein Rabattcode gilt bis Ende April. Also einfach abchecken. Link ist unten in der Infobox. Also einfach dort reinschauen, alles durchlesen. Ich schreibe euch alles rein. Und bevor ich jetzt aber mit dem Video starte, zeige ich euch natürlich, was euch in so einer Claresa Starter-Set mit Lampe erwartet. Als erstes das Schmuckstück und zwar die LED-Lampe. Das ist eine Dual-LED-Lampe mit Handsensor. Die ist richtig toll. Das heißt, man muss einfach lediglich die Hand reinfahren und dann geht die Lampe schon an. Richtig toll. Die Lampe hat auch eine Einstellung für 10 Sekunden, 30 Sekunden und 60 Sekunden. Das heißt, man kann es einstellen, wie man es jetzt gerade braucht. Sie ist super handlich, sehr leicht und sehr, sehr toll. Also sie härtet super toll aus mit 54 Watt. Dann befindet sich noch diverses Arbeitszubehör, das man so braucht, wie zum Beispiel hier den Polierblock mit Nummerierung von 1 bis 4. Dann habe ich hier auch so Rosenholzstäbchen, eine Feile mit 180er Körnung und dann auch Papierzelletten. Im Starter-Set ist auch ein Cleaner enthalten und ein Remover. Dann ganz wichtig, einmal ein Base-Coat und ein Top-Coat für den perfekten Finish-Glanz. Und natürlich gibt es auch UV-Farblacke. Ich habe hier einmal vom Business-Class-Set diese drei Nude-Töne. Oder ihr sagt, nein, mich würde eher das Red-Set interessieren. Da gibt es dann diese Töne drin. Einmal ein Rot, Glitzer und ein Pink. Und wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt, dann müsst ihr mir unten in die Kommentare reinschreiben, welches Set ihr gewinnen wollt. Entweder das mit den Nude-Farben oder mit den Rot-Rosa-Tönen. Also einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Aber wie gesagt, lest einfach am besten in der Infobox, da schreibe ich euch die Teilnahmebedingungen ganz ausführlich rein und da könnt ihr sie nachlesen. So, nun geht's aber jetzt weiter mit dem Video und ich zeige euch, wie ich mir diese hübschen Nägel gemacht habe, nur mit UV-Lack, also dranbleiben und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Hier seht ihr mal meine Ausgangsnägel, meine Naturnägel. Wie ihr sehen könnt, habe ich am Zeigefinger und am Daumen einen kurzen Nagel, weil leider brechen mir die da immer ab und ich schaffe es irgendwie nie, dass alle meine 10 Finger gleich lange hübsche Nägel haben. Aber ich habe die ultimative Lösung gefunden, genau für solche Probleme und das zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich Rubber Base für mich entdeckt. Hier seht ihr den Rubber Base von Claresa, die Nummer 2. Und die Nummer 2 ist eine wirklich wunderschöne beige Farbe. Aber von Claresa gibt es ganz viele Nuancen. Wie ihr sehen könnt, seht ihr hier mal alle, die ich zu Hause habe. Und das ist wirklich schöne Auswahl. Rubber Base ist nämlich UV-Nagellack, welches sich hervorragend für die Nagelmodellage eignet. Wie hier in meinem Fall konnte ich mir einfach einen Nagel modellieren und das geht super einfach und sehr schnell. Und los geht's, starten wir. Erster Step ist natürlich den Naturnagel so ein bisschen vorbereiten. Hierfür habe ich den Stylistic Polierblock und werde mit der Nummer 1 meinen Naturnagel so ein bisschen anrauen, also ein bisschen den Glanz entfernen, also ein bisschen vorbereiten. Ich habe mir dann auch meine Schablonen für die Nagelverlängerung vorbereitet, genauso wie auch meine Stylistic LED-Lampe. Anschließend habe ich dann mein Rubber Base UV-Lack mir zur Hand genommen und erstmals nur eine dünne Schicht Grundierung aufgetragen. Einfach aus dem Grund, damit meine Nagelverlängerung dann besser haftet am Nagel.
Nach dem Auftragen habe ich es dann in der LED-Lampe aushärten lassen für 60 Sekunden. Der Nagel ist jetzt perfekt grundiert und jetzt kann es auch gleich schon weitergehen mit der Schablone. Ich forme die Schablone immer so ein bisschen rundlich, damit ich sie dann einfach besser auftragen kann, löse sie vom Papier ab und ja, klebe sie mir einfach oder besser gesagt lege sie mir ganz vorsichtig an meinem Nagel ran. Es ist natürlich ganz wichtig, dass die Schablone von links nach rechts des Nagels geht und der Nagel sollte nicht allzu kurz sein wie bei mir in diesem Fall. War es ein bisschen schwierig, weil der Nagel sehr, sehr kurz war, weil er mir halt richtig krass abgebrochen ist, aber ist trotzdem gut gegangen. Am besten lasst ihr den Nagel so ein bisschen rauswachsen, dann könnt ihr oder dann tut ihr euch ein bisschen leichter, die Schablone dann an eurem Naturnagel zu befestigen. Jetzt geht's los mit dem Aufbau. Wie ihr seht, habe ich auf meinem Pinsel ein bisschen mehr Produkt und fange hier von der Mitte an, also quasi so ein bisschen Naturnagel und ein bisschen Schablone, das Produkt zu verteilen und wirklich schön draufzulegen. Und man kann mit dem Rubber Base von Claresa wirklich wunderschön arbeiten, also da rinnt nichts. Das heißt, es ist so ein bisschen dick, viskosig und man kann es schön verteilen. Also es, wie ihr seht, es rinnt einfach nicht nach links oder rechts, sondern es gleitet so mit dem Pinsel. Also wirklich wunderschön, man kann super einfach arbeiten, auch als Beginner würde ich mal sagen. Nach der ersten Schicht habe ich es dann in meiner LED-Lampe aushärten lassen und habe dann die Schablone abgemacht. Ganz vorsichtig, ganz wichtig, damit man einfach die Nagelverlängerung nicht kaputt macht. Und dann habe ich mir wieder mein Rubber Base genommen und den Aufbau begonnen. Das heißt, ich baue jetzt einfach auf den verlängerten Nagel, den ich mir vorhin verlängert habe, einfach einen schönen Aufbau, einen schönen Nagel. Und das habe ich dann einfach, ja, wie ihr seht, mit so viel Produkt und kreisenden Bewegungen gemacht. Habe einfach darauf geschaut, dass in der Mitte mehr Produkt ist und dass ich halt in den Seiten so leicht hinausgleite. Und es geht wirklich wunderschön und lässt sich super toll auftragen. Nach dem Aushärten kommt dann die Schwitzschicht runter, dafür einfach den Cleaner und eine Zellette mir genommen und meinen Nagel damit einfach das Klebrige abgemacht und somit ist er dann schon ready fürs Feilen, was ja jetzt der nächste Step ist. Diese Feile ist eine 180er Feile, das heißt auf einer Seite hat sie eine 100er Körnung und auf der anderen eine 80er Körnung, einfach ideal, um den Nagel perfekt zu formen und das habe ich auch gemacht. Wie ihr seht, habe ich mir hier so eine schöne Mandel Form gefeilt und mir meine Nagel vorbereitet für den nächsten Step. Ich finde es einfach wow, was man mit dem Rubber Base hinbekommt. Wie ihr seht, in wenigen Schritten habe ich mir einfach meinen Naturnagel verlängert. Das Ganze habe ich dann natürlich auch bei meinem Zeigefinger wiederholt, also eine dünne Schicht Grundierung Rubber Base aufgetragen, diese dann wieder in der LED-Lampe aushärten lassen. Und anschließend habe ich mir natürlich dann wieder meine Schablone zur Hand genommen und sie vorsichtig und behutsam angeklebt, dass sie auch gut passt, wieder von links nach rechts. Und beim Zeigefinger hatte ich es ein bisschen leichter, weil ich ein bisschen mehr Nagel zur Verfügung hatte. Und natürlich auch beim Zeigefinger den Aufbau von der Mitte gestartet, also auf den Naturnagel halb und auf der Schablone halb, einfach so ein bisschen, um die Verbindung herzustellen. Und dann habe ich meinen Nagel verlängert, also habe einfach auf der Schablone mir die Länge so modelliert, wie ich sie gerne haben wollte. Nachdem der Nagel ausgehärtet ist, kommt wieder die Schwitzschicht ab und dann kann auch wieder das in Form feilen beginnen und da wiederhole ich einfach dasselbe Prozedere und feile mir den Nagel in die Form, die ich gerne mag. Nach dem Feilen habe ich dann den Staub weggewischt und mir die Nägel nochmal angeschaut, ob mir die Form gefällt und ich finde sie richtig, richtig schön. Natürlich musste ich dann anschließend auch die Form meiner Naturnägel anpassen und habe diese dann anschließend in dieselbe Form gefeilt.
Nachdem ich nun alle Nägel in Form gefeilt habe, habe ich mir den Polierblock wieder zur Hand genommen und sowohl die Naturnägel, wie ihr seht, als aber auch die verlängerten Nägel angeraut, einfach damit der UV-Lack viel besser haften kann. Bevor ich jetzt aber UV-Lack-Farbe auftrage, werde ich mir noch eine Base-Schicht auftragen. Ich habe hier mein Rubber Base, wie ihr seht, aber auch den normalen Base. Das Rubber Base eignet sich ja nicht nur zur Nagelverlängerung und zum Aufbau, sondern auch idealerweise ist es als Grundierlack super geeignet. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass alle meine Nägel dieselbe Farbe haben, außer den Ringfinger, den habe ich ausgespart, weil den mache ich dann sowieso in einer ganz anderen Farbe und da habe ich mir gedacht, da verwende ich einfach das Standard Base, was im Starter-Set übrigens dabei ist. Und ja, habe das dann nur auf dem Ringfinger aufgetragen. Wenn ihr übrigens so wie ich auch ein bisschen an der Haut ankommt, dann ist es alles kein Problem. Mit einem Rosenholzstäbchen könnt ihr die überschüssigen Reste super einfach wegmachen und ja, danach wieder aushärten in meiner LED-Lampe. Und so schauen jetzt die fertigen Nägel aus, sozusagen. Jetzt kommt natürlich noch Farbe ins Spiel. Im Starter-Set Business Class gibt es ja schon diese drei Farben. Die sind wirklich wunderschön. Da habe ich mir auf jeden Fall Falling in Love, also Nummer 5, für meine 4 Nägel gewählt. Und für den Ringfinger habe ich mir dann noch was Spezielleres ausgesucht. Und zwar habe ich mir hier die Nummer 6, Make It Shine, ausgesucht. Das ist nämlich so ein bisschen mit Glitzer, wie ihr sehen könnt. Und das schaut richtig cool aus. Die UV-Nagellacke von Claressa lassen sich super einfach auftragen, wie ihr sehen könnt. Schaut mal bitte, wie schön deckend sie sind nach nur einmal auftragen. Also ich war wirklich geflasht, dass einmal auftragen schon komplett gereicht hat. Ich finde, sie haben einfach die perfekte Konsistenz. Sie sind nicht zu flüssig, also es rinnt nicht. Man hat nicht Angst, dass man alles anpatzt. Und man hat aber trotzdem so eine super schöne Deckkraft. Also sie sind wirklich perfekt einfach. Also sie glänzen wunderschön. Und unter anderem halten sie bis zu 3 Wochen. Nach dem Auftragen habe ich den Daumen dann sofort in der LED-Lampe ein paar Sekunden aushärten lassen. Und anschließend habe ich das Ganze an allen anderen Nägeln wiederholt. Also immer UV-Lack eine Schicht, dann aushärten lassen und so weiter, bis ich dann mit allen Nägeln fertig war. Wie ich euch schon erzählt habe, habe ich ja den Ringfinger ausgespart, da ich mir hierfür eine andere Farbe einfach als Design ausgewählt habe. Und sogar bei dieser UV-Lackfarbe kann man sehen, dass auch hier, obwohl mit Glitzer und so weiter, kann man sehen, dass da eine Schicht komplett ausreichend ist. Wirklich wunderschön deckende Farben, muss ich nochmal wirklich betonen. Über den UV-Lack habe ich dann noch eine letzte Schicht Diamond Top No Wipe Schicht drauf gemacht. Der ist super, der hat nämlich keine Dispersionsschicht, das heißt, wenn man den aufträgt und abhärtet, ist er dann einfach schon, man kann ihn sofort angreifen, also der ist dann schon komplett ohne Schwitzschicht gar nichts. Also ideal, um die Nägel auch wirklich noch länger haltbar zu machen und sie noch mehr Glanz haben und noch mal Abblatzfestigkeit bieten. Einfach ideal. Sie werden dadurch auch nicht gelb, was super ist, wenn man eine schöne Farbe sich ausgewählt hat. Und der Hochglanz lässt die Nägel noch mal wirklich wunderschöner und perfekter aussehen. Und wie ihr seht, habe ich hier die Probe gemacht, habe gleich direkt sofort drauf gegriffen und sie sind perfekt hochglänzend, da klebt gar nichts und ja, man ist eigentlich schon fertig. Naja, fast fertig sozusagen. Wie ihr seht, muss ich meine rechte Hand noch machen und schwupps, fertig bin ich auch mit meiner rechten. Und als der allerletzte Step hier kommt natürlich noch das Cuticle Oil, also das Nagelhautöl drauf. Das pflegt so ein bisschen die beanspruchte Haut durchs Feilen und durchs Arbeiten einfach am Nagel. Pflegt das ein bisschen die Haut und lässt sie nicht spröde aussehen. Ich trage das immer so wie so ein Halbmond über die gesamte Nagelhaut drauf und anschließend massiere ich das dann mit den Fingern ein. Also das könnt ihr auch wirklich ruhig mit den Fingern machen. Und zu guter Letzt reibe ich es dann noch mit einer Zellette so trocken, also sozusagen wie einmassieren und einarbeiten und auch ein bisschen so ab, das Überschüssige abwischen. Ja, und dann bin ich schon komplett fertig und schaut euch mal bitte meine wunderschönen Nägel an. Schaut gerne unten in der Infobox, meine Lieben, da habe ich euch alle Produkte verlinkt und vergesst nicht, mit meinem Rabattcode spart ihr 10% und macht auch unbedingt beim Gewinnspiel mit. Schaut auch auf Instagram vorbei und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!